Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Visage. Bei der letzten Folge habe ich ja hier in der Nähe ausgemacht und ich habe ja nicht gewusst, wie ich weiter vorankomme. Ich will euch jetzt aber erstmal ein bisschen was zeigen. Und zwar, kann ich hier mit dem Stuhl interagieren? Habt ihr das gerade gesehen? Man hat uns gerade eingesperrt. Zum Glück kommen wir wieder raus. So, ich wusste ja nicht genau, wie ich im Übrigen den Stuhl wegrutsche. Und da wir jetzt kurz vorm Ende sind, werde ich das jetzt hier noch ganz schnell machen. So. Ja, kannst du dir jetzt den Stuhl vielleicht mal fallen lassen? Na, geht doch. Jetzt kann ich nämlich diese Tür hier öffnen. Und wir haben uns einen Weg gebastelt. Wir haben ja ein Brett übrigens in der letzten Folge rausgezogen, ne, aus der Wand. Und da muss ich jetzt lang. Das ist nämlich die Tür hier. Und wir sind übrigens kurz vorm Ende. Na super. Das Vieh ist hier. Das Spiel speichert automatisch. Das ist ja schön. So, bevor ich jetzt hier lang gehe, gehe ich nochmal kurz mir alles angucken. Okay, hier ist ein einfach nur begehbarer Kleiderschrank, so wie es aussieht. Da auch. Na, was ist hier? Okay, da ist ein Schrank. Da gehe ich jetzt nicht dran. Und irgendeine Tür konnte ich, glaube ich, nicht öffnen, ne? Die klemmt. Also, wir befinden uns kurz vorm Ende. Es sollte jetzt noch ungefähr so zwischen 40 bis 50 Minuten dauern. Vielleicht auch nicht ganz so lang. Mal sehen, ne? Auf jeden Fall fand ich es bis jetzt echt großartig. Außer natürlich mit der verdammten Suche. Aber jedes Spiel hat halt Fehler, ne? So, wir haben hier drei Türen zur Auswahl. Da brauchen wir einen rostigen Schlüssel hier. Und hier müssen wir rüber. Oh. Da sind Leute drin. Hm, sehr seltsam. Ja, komm. Oh. Alter, das Vieh, Alter, es ist richtig, richtig nervig. Okay, ich gucke mich erstmal um. Hier war das Vieh. Okay, das ist denn da lang wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Ein Schrank. Oh, da ist ein. Seht ihr das? Ich habe einen rostigen Schlüssel bekommen. Nice. Das ist natürlich sehr geil. Okay, wir gehen ja jetzt hoch. Ich hoffe mal, das Vieh taucht jetzt hier nicht auf. So, ich brauche das Menü. Und jetzt kann ich hier lang. Alter, ist das gruselig. Junge, Junge, da geht mir echt die Pumpe. Da haben wir. Oh. Ein Brett. Ja. Hallo? Ja. Ich will es mitnehmen. Ja, es war ein bisschen buggy, aber es geht.
Das ist natürlich sehr schön. Jetzt haben wir es hier rüber geschafft. Und das Spiel speichert automatisch. Boah, das ist echt unheimlich. Okay. Alter. Leck mich fett. Was ist denn hier los? Da gehe ich ganz bestimmt nicht rein. Alter, ist das creepy, Mann. Da geht. Hat er gerade. Ich dachte gerade, da hat was gestanden. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Alter, wie creepy ist das denn? Es hat so viele Parallelen zu zum Beispiel Silent Hill. Ja, oder zu PT halt. Was muss ich hier überhaupt machen? Oh, ich kann hier hoch. Na super. Alter, das ist hart. Wer baut sowas? Also Tabletten. Oh, jetzt sind hier überall Kratzer. Da wurde ein Weg gebaut. Seht ihr das? Aus diesen Lichtschaltern. Nein! Oh, jetzt habe ich noch eine Pille genommen. Fuck. Nimm Feuerzeug. Darf nicht zu lange im... in der Dunkelheit sein. Alter. Es führt mich nach oben. Oh, um Gottes Willen, Mann. Ich habe aber eigentlich keinen Bock, da schon hochzugehen. Da ist das Licht gerade angegangen. Also eigentlich hätte man, wenn man VHS-Tape gefunden hätte, hätte man das abspielen können. Ähnlich wie zum Beispiel in Resident Evil 7. Habe ich auch aufgenommen. Diese ganzen Inhalte stehen mir gar nicht zur Verfügung. Ich muss nach oben, ne? Nicht, dass es aber jetzt schon das Ende ist. Okay, ich brauche mal eine Tablette. Oh Gott. Mein... Was? Sind Tabletten drin. Und ich komme hier nicht raus. Nice.
Warum? Warum? Was ist hier los? Ich kann nichts machen. Nee. Nee. Oh nee, Alter. Ich will raus. Was ist hier gerade los? Erstmal eine Runde kacken. Ich komme hier nicht raus. Aber hier ist auch nichts weiter. Ich komme hier einfach nicht mehr raus. Das wird schwarz. Was? Was mache ich hier? Warum bin ich überhaupt da reingegangen? Holy fuck. Oh. Ich hab. Warum ist das jetzt in Englisch? Also das Essen war auf jeden Fall fertig. Alter, das ist echt verdammt creepy, Mann.
Also das mit der Stelle in der Badewanne, das war echt original aus The Grudge. Ha. Das hat perfekt gepasst. Okay, also sie mussten ihr eine Spritze geben in den Arm. Okay. Boah, Alter, es jagt mir gerade ein. Oh Gott, krieg gerade richtig mächtig Gänsehaut. Das ist vor allen Dingen Blut in der Badewanne. Haben wir uns vielleicht versucht, das Leben zu nehmen? Das Licht hat gerade ein bisschen geflackert. Alter. Was zum Teufel? Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt den Hauptinhalt der Early Access-Version beendet. Wir freuen uns auf dein Feedback. Alter, also ganz ehrlich, das Spiel war echt krass. Es war der Wahnsinn und es hat extrem viel Spaß gemacht. Aber die Geschichte habe ich noch nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall weiß ich nicht, wie ihr es fandet. Ich fand es mega geil. Ich freue mich, wie gesagt, schon auf die, auf das Hauptspiel. Wenn es dann mal rauskommen sollte, dann werde ich es definitiv nochmal auf der PlayStation 4 spielen. Weil da soll es nämlich erscheinen. Aber ich habe es ja noch nicht ganz beendet, ne? Ende von Lucys Kapitel. Weil es gibt ja noch ein Safe. Ich weiß
weiß jetzt gerade nicht mehr, wo der war. Es gibt wieder Lichter. Hier gab es den Safe, ne? Oh Gott, ich will nicht wissen, was hier drin war. Raum 3. 302. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. What? Raum 302. Jetzt ist nur die Frage, hat sich Lucy getötet? Oder nicht? Oder wurde sie umgebracht? So ganz habe ich das, wie gesagt, noch nicht verstanden. Raum 302, wo soll denn der sein? Also sollte jetzt noch irgendwas kommen, dann werde ich es natürlich ja spielen, ne? Wenn nicht, dann... Da steht ein Buch drin, das kann ich aber nicht mitnehmen. Warte mal. Vielleicht sollen wir nochmal zu dem Fortschrittsraum gehen. Ich meine, vielleicht ist da ja irgendwas, was das jetzt hier erklären würde. Vor allem meine Psyche leidet auch gar nicht mehr drunter. Deswegen glaube ich, dass wir das Spiel eigentlich durchgespielt haben. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich geil. Aber was ist jetzt... Was hat das jetzt zu bedeuten? Wie gesagt, wenn ich jetzt hier nicht gleich weiterkomme, beziehungsweise wenn jetzt hier gar nichts mehr weitergeht, dann mache ich es irgendwie so aus. Ich sehe auch gerade, meine Psyche leidet gerade wieder. Deswegen mal sehen. Also auf jeden Fall hat mir dieses Spiel mega viel Spaß gemacht. Es war auch teilweise echt saugruselig. Ich brauche einen Garagenschlüssel, den ich natürlich nicht habe. Seit wann sind da Schuhe? Ich meine, ich bin trotzdem ein bisschen irritiert, weil rausgehen kann ich glaube ich auch nicht. Weil die Tür klemmt. Nochmal in den Keller kurz gehen. Ich meine, wenn da jetzt nichts weiter ist, dann haben wir das erstmal soweit durchgezockt, würde ich mal behaupten. Weil dann fällt mir halt nichts mehr ein, ne? Tabletten. Da sind noch mehr Tabletten. Ne, die ist leer, so wie es aussieht. Wir haben jetzt noch eine Kerze. Ja, Leute, ich weiß jetzt nicht, ob noch irgendwas passiert, aber eigentlich haben wir Lucys Kapitel beendet. Deswegen bin ich jetzt nicht... Wow. Was zum... Alter, das ist doch definitiv Resident Evil, Alter. Ich meine Silent Hill.
Ich kann vor allen Dingen nichts mehr machen. Um Gottes Willen. Das war, glaube ich, gerade ein Easter Egg. Alter, das war gut. Das war richtig gut. Bleibt jetzt hier noch irgendwas zu tun, oder? Ich meine, ich weiß es nicht. Weil das passieren tut gerade nichts. Ja, da nichts weiter mehr passiert, Leute. Weiß ich nicht, was wir jetzt noch hier machen können. Ich glaube im Grunde genommen gar nichts mehr. Deswegen werde ich jetzt die Folge dann noch beenden. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist Folgendes. Ich freue mich schon, wenn dieses Spiel auf der Konsole geben sollte. Dann werden wir es definitiv zocken. Das steht fest. Kann sein, dass ich sogar einige Sachen nicht gemacht habe, übersehen habe etc. Und da jetzt hier nichts mehr wirklich ist, was kann ich denn jetzt noch machen? Eigentlich nichts mehr, oder? Ich brauche immer noch einen Garageschlüssel. Und ich weiß nicht, wo der ist. Naja, Leute, wie gesagt, weiter kann ich jetzt im Augenblick nicht spielen, weil ich habe ja auch keinen weiteren Schlüssel oder so gesehen. Und ich wurde auch nicht weiter angegriffen, ne? Obwohl mein Verstand nun schon ziemlich im Arsch ist schon wieder. Also bleibt mir jetzt nur noch Folgendes zu sagen. Dass wir uns auf jeden Fall bei einem neuen Projekt dann wiedersehen werden. So, jetzt werde ich erstmal noch einen schönen Kaffee trinken. Ah, okay, geht nicht. Und ja, wenn euch das natürlich gefallen haben sollte, würde ich mich erstmal selber an, ja, Abo, Like oder einen Kommentar eurerseits sehr freuen. Kann es sein, dass ich ihn gerade selber zum Drehen gebracht habe? Nice. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei einem anderen Projekt wieder. Ja, und vielen Dank fürs Zusehen. Bis denn und tschüss.